Hallo, 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 ihr wundervollen Menschen und willkommen zurück auf der Scheibenwelt. Tja, ich habe eine Idee. Ich habe nämlich nachgedacht. Ab und an passiert mir das auch. Und zwar haben wir in der letzten Folge die Aufgabe bekommen, die Antwort auf die Frage nach dem Warum zu bekommen. Die Aufgabe hat uns ja der seltsame alte Weise gestellt, der auf seinem Anus Angus sitzt, also auf diesem Riesenrad. Auf diesem Wagenrad. Und ich habe irgendwie drüber nachgedacht und musste unweigerlich an Douglas Adams denken, also an Bernhardt durch die Galaxis. Und da ging es ja auch um die Frage nach dem Warum. 42, für alle, die es nicht wissen, ist die Antwort. Und um die Antwort herauszufinden, wurde ja ein Supercomputer gebaut. Und wir haben doch einen Supercomputer. Wir haben Hex in Ankh-Morpork. Aber wir haben keine Ameisen für Hex. Ah Mist, das habe ich vergessen. Wir brauchen erst Ameisen. Na sowas. Darf ich deine Ausarbeitungsmaschine einmal benutzen? Oh, warum denn nicht? Immerhin dient Hex dazu, uns Arbeit abzunehmen und von Sorgen zu befreien. Und ich muss auf Folgendes hinweisen. Wenn der Apparat ganz oder teilweise versagt, so ist das nicht die Schuld des Herstellers, der in keiner Weise zur Verantwortung gezogen werden kann, sondern allein des Käufers, der den unverzeihlichen Fehler beging, das Produkt zu kaufen. Kann ich die Maschine benutzen? Nein, derzeit nicht. Sie ist defekt. Bis dann. Wo finden wir Ameisen? Ich brauche Ameisen. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Ich habe gerade keine... Oh, was ist denn mit ihr los? Frauen wollen Witz. Witze für Frauen. Weibliche Narren können ebenso einfallslos und voller Klischees sein wie ihre männlichen Kollegen. Wir bleiben hier bis zum Sieg. Oh, nicht schon wieder. Wir bleiben hier bis zum Sieg. Was? Die ganze Zeit über? Wie bitte? Nun, ich bleibe natürlich nicht die ganze Zeit über hier. Immerhin muss man ab und zu dem Ruf der Natur folgen. Der Protest würde einen Teil seiner Würde verlieren, wenn ich nicht gelegentlich fortginge, um... Du weißt schon. Oh, ich verstehe. Dann gibt's noch andere Notfälle. Ich meine, wenn eine Flutwelle käme... Der Protest litte bestimmt nicht sehr, wenn ich voller Angst schreien, mich losbinden und in die andere Richtung fliehen würde. So etwas wäre nur vernünftig. Man überlebe, um den Kampf am nächsten Tag fortzusetzen und so. Nun, im Großen und Ganzen bleiben wir bis zum Sieg hier, wenn uns nicht gerade die Natur ruft oder etwas Übernatürliches geschieht. Und wenn wir uns keinen äußeren Einflüssen beugen müssen, die sich unserer Kontrolle entziehen. Toll. Nie zuvor habe ich ein besser durchdachtes Protestlied gehört. Es muss doch bessere Möglichkeiten für so etwas geben. Hast du jemals daran gedacht, Flugblätter zu verteilen? Ja, daran gedacht habe ich schon. Aber es ist recht schwer, Flugblätter zu verteilen, während ich hier gefesselt bin. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, was ich meinte. Aber wer versteht mich schon? Ist dies ein guter Platz für so etwas? Ich meine, darfst du hier im Universitätspark damit rechnen, dass deine Botschaft die richtigen Leute erreicht? Nein, eigentlich nicht. Zwar lässt die urbane Präsenz hier zu wünschen übrig, aber dafür gibt es einen gewissen ländlichen Charme, nicht wahr? Ach, Sonnenschein in den Bäumen, Wind im Haar. Das recht interessante Gefühl, Handfesseln zu tragen. Bist du verheiratet? Entschuldige bitte, ich glaube, meine Mutter hat mich gerufen. Ui, Fesselspiele. Wodurch wir uns natürlich die Frage stellen... Wie brachte sie es fertig, beide Hände zu fesseln? Das ist eine gute Frage. Bondage-Meisterin. Bis später. Okay. Eine demonstrierende Frau. Scheint kurz angebunden zu sein. Badumts, kurz angebunden. Oh, der könnte von Fips Asmussen sein. So schlecht war der. Okay, Komposthaufen. Dies ist also der Komposthaufen der Universität. Alle sprechen so vom Recycling, als sei es eine großartige Sache. In Wirklichkeit ist es nur Fäulnis und Gestank. Man denke einmal darüber nach.
Mit so etwas schafft man sich nur eine Brutstätte für Bakterien. Und das im eigenen Heim. Die in der Sockenschublade sollte doch eigentlich genügen, oder? Sind da irgendwie Ameisen drin? Das rühre ich auf keinen Fall an. Okay. Wir haben den Pflock, also den Pfahl. Sie ist ja gerade nicht wirklich an den Pfahl gefesselt, wie es sich eigentlich für sie gehört. Kann ich den Pfahl mit dem Komposthaufen benutzen? Was? Was haben wir die jetzt mitgenommen? Haben wir jetzt einfach so eine Fraueninventar? Die Demonstrantin, noch immer damit beschäftigt, hingebungsvoll zu demonstrieren. Wie mag es sich anfühlen, von einer Truhe aus Birnbaumholz verschlungen zu werden? Scheint ihrem Teint genützt zu haben. Vielleicht sollte ich es selbst mal versuchen. Kann ich den Ring mit ihr benutzen? Da passt der Ring nicht. Ein Ring? Ah, und ihm haftet noch immer der mystische, fernöstliche Duft von Seuchenopfern an. Ich finde das gerade echt weird, dass wir die Frau einfach so ins Inventar gesteckt haben. Eine ganze Person, also so eine Frau. Ich meine, normalerweise ist ja in Adventures haben ja eh schon ein riesiges Inventar und könnte alles reinstecken. Aber eine komplette Frau, also eine komplette Person, das ist schon irgendwie hart. Okay, jetzt haben wir eine Frau. Ich gehe nochmal in den Speisesaal. Wo finde ich die Ameisen? Ich rede mal mit dem Bibliothekar, wobei, nee, der hat auch nichts Neues. Aber ich muss jetzt woanders hin. Okay. Wo könnte ich hier Ameisen finden? Auf dem Hügel? Ah ne, da sind jetzt die Geier. Geier. Zwar nützlich, aber auch scheußlich. Kann ich denen jetzt ihr Zeug wiedergeben? Ihren verwesenden Arm? Ja, ich weiß, dass es ihnen darum geht. Aber ich gebe es ihnen zurück, wenn es mir passt. Okay, noch nicht. Es passt uns also noch nicht. Okay, hier ist Wasser, Steine. Es sind tatsächlich Steine. Ich habe keine Ahnung, wie sie hierher in die Wüste kommen. Entweder ist das Wasser oder eine Fata Morgana. Nun, hier hätten wir ein Glas mit erfrischendem, heißen Wüstensand. Gibt's hier noch mehr? Kann ich hier weiter nach rechts laufen? Nee, geht nicht. Ach nee, hier waren wir schon. Hier gibt's auch keine Ameisen. Ich glaube, ich reite nochmal nach Holywood. Ah, ich kann in das Schloss rein? Das wusste ich gar nicht. Anzüge. Oh, ein Baumkostüm. Ich weiß noch, in der zweiten Klasse oder dritten Klasse hatten wir ein Weihnachtsspiel, also ein Weihnachtstheaterstück gemacht in der Grundschule. Und obwohl ich mich auf die Hauptrolle beworben hatte, wurde ich nur der mittlere Tannenbaum. Aber wenigstens hatte ich Text. Ja, ich war ein sprechender Tannenbaum. In solchen Dingern möchte ich nicht einmal tot gesehen werden. Anzüge. Und keine besonders guten. Vermutlich gibt es keine Existenzebene, auf der so etwas modisch ist, aber es sind trotzdem Anzüge. Froschkostüm? Froschkostüm? Noch dazu in meiner Größe. Kann man das mitnehmen? Nein, danke. Es genügt, wenn ich den Erzkanzler wecke, dann brauche ich ein solches Kostüm nicht mehr. Okay, was gibt's hier noch? Rüstung. Eigentlich nicht sehr nützlich. Eine Rüstung bietet nur dann fragwürdigen Schutz, wenn es viel besser ist, möglichst schnell zu fliehen. Das ist sehr clever. Stimmt, hat er recht. Fliehen ist immer die bessere Alternative. Okay, ein Pferdekostüm? Ein interessantes Pferdekostüm. Und vermutlich lässt es sich auf eine nützliche Weise verwenden. Kann ich das mitnehmen?
Zuerst sollte ich die Garderobenfrau fragen. Ja, genau. Ein Hühnerkostüm. Es hat Federn und gackert. Huhn, kapiert? Müssen wir uns jedes Mal alles aus der Nähe ansehen? Ja, müssen wir. Das ist dein Adventure und das gehört sich so. Deswegen gucken wir jetzt auch hier oben die Unterwäsche an. Das sollten wir nicht zu genau untersuchen. Sonst reden die Leute vielleicht über mich. Dann reden wir mal hier mit der Zwergenfrau. Denn richtige Zwergenfrauen haben Bärte. Eine Zwergenfrau. Das heißt, ich hoffe, dass es eine Zwergenfrau ist. Gruß dir, guter Mann. Frau, ich bin eine Frau. Ich bin ein Zwerg und trotzdem eine Frau. Oh, es tut mir schrecklich leid. Woran erkennt man den Unterschied? Wenn du das nicht weißt, von mir bekommst du keine Hinweise. Na, wie kann ich dir helfen? Wir wollen jetzt ja mal nicht über Zwergenanatomie sprechen. Ein Zwerg, der in der Garderobenabteilung arbeitet? Das ist doch eigentlich ein Frauenjob, oder? Ich bin eine Frau. Es tut mir schrecklich leid. Ich komme noch einmal herein. So ist es schon besser. Welche Kunden bedienst du normalerweise? Ach, wenn man bedenkt, welche Bedeutung man hier der Kleidung beimisst, unter solchen Umständen hat ein Kostümladen nur wenig Sinn. Das Pferdekostüm. Das kannst du dir nicht leisten. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ich tausche das Kostüm je in Requisiten des neuen Films Jellybabische Nächte. Schmuck wäre nicht schlecht. Was Buntes und Auffälliges. Na, worauf wartest du noch? Brich auf und such nach Dingen! Bist du ganz sicher, eine Frau zu sein? Natürlich bin ich das. Einige von uns zweifeln nicht an der eigenen sexuellen Identität. Aber hattet ihr nicht eben eine andere Synchronstimme? Wenn ich hier die Frage stelle, ist das eine andere Stimme, oder? Welche Kunden bedienst du normalerweise? Ach, wenn man bedenkt, welche Bedeutung man hier der Kleidung beimisst, unter solchen Umständen hat ein Kostümladen nur wenig Sinn. Ich würde sagen, die haben da einfach vergessen, die Stimme hochzupitchen bei der Frage. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum Zwerge so dünn gesät sind. Bis später. Okay, wir brauchen also... Aha, solche Anzüge trägt man, wenn man keine richtigen Anzüge trägt. Wir brauchen also Schmuck. Aber ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo... Okay, da ist der kleine Kobold, den wir brauchen. Keine Post drin. Aber wir brauchen vor allem Ameisen. Oder andere Insekten, die wir benutzen können, um halt Hex wieder zum... Oh, hier geht's noch weiter. Ah, das Low-Tech-Äquivalent einer Sicherheitskette. Eine Schranke. Und hier ist ein Troll. Mit dem reden wir mal. Puff, puff, oh! Yeah. Blut, Blut, Blut! Was machst du da? Ich übe den nächsten Text. Welchen Text? Ich meine die Szene, in der ich dir auf den Kopf haue. Oh, wie wär's, wenn wir sie ganz streichen, hm? Wie dem auch sei, zufälligerweise weiß ich, dass es keine Animationen gibt, in denen man mir auf den Kopf schlägt. Warum ließ mich der Bibliothekar wohl so einfach davonkommen? Oh ja, das hat mich gewundert. Was befindet sich hinter dem Tor? Oh, dort wird der nächste große Klicker gedreht. Ein berühmter Star wirkt dabei mit. Die Leute sind ganz wild drauf, ihn zu sehen. Vielleicht bekomme ich ebenfalls eine Rolle. Man weiß nie. Möglicherweise braucht man einen seltsam geformten Felsen oder sogar einen Erdrutsch. Bei Erdrutschen bin ich gut. Ich dachte, du bist Wächter. Ja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Mein Vetter hat bei... Trolle mögen's heiß mitgespielt. In einer wichtigen Rolle. Konnte so viel essen, wie er wollte. Klagte nur später darüber, dass Haare zwischen den Zähnen stecken blieben. Dein Vetter hat das Pfeffermädchen verspeist? Nein, das ging nicht. Die Schauspielergewerkschaft verbot es. Er musste sich mit dem Double begnügen. Das sind Leute, die wie der Star aussehen und doch jemand anders sind, verstehst du?
Das Double hat gut geschmeckt, meinte mein Vetter. Du bist also hier der Wächter, wie? Wächter, ja. Ich kümmere mich um die Dingsbums, um die Kulissen. Und um die Wagen. Und um die Kantine. Kantine? Wie ist es denn hier, das Essen? Das weiß ich nicht. Ich bestelle mein Essen woanders. Der nächste Steinbruch liefert es. Erstklassiges Gestein und gar nicht teuer. Es gibt sogar Ketchup. Was? Du isst Steine? Das schadet sicher den Zähnen. Nein, Trollzähne bestehen aus der härtesten bekannten Substanz. Und sie sind immer funkelnd sauber. Mhm. Also brauchen wir für ihn den Zuckerstein, damit er sich einen Zahn ausschlägt und wir an seinen Diamantzahn kommen. Ich hab's immer für falsch gehalten, Leute auszunutzen, die dümmer sind als ich. Vielleicht liegt es daran, dass es mir nicht schwerfällt, mich in ihre Lage zu versetzen. Wie dem auch sei, Pech für ihn. Bis später. Kann ich hier oben lang? Oh ja. Ah, da ist Schnapper. Und da ist der Drehort. Noch mehr Pappe. Wofür mag dieser Unsinn bestimmt sein? Hey, das ist die Kulisse für meinen Klicker. Wir reden mal mit Schnapper. Hallo Freund. Hallöchen. Denk daran, eine einschlägige Melodie, Krimskrams und eine hinreißend schöne Frau. Für dich wäre ich vielleicht imstande, mit weniger zurechtzukommen, aber schon jetzt treibe ich mich selbst in den Ruin. Was die eingängige Melodie betrifft, du brauchst Worte und jemanden, der sie singt. Du benötigst ein Lied und einen Sänger. Nun, das mit der Frau. Wir brauchen Haltung, wir brauchen Stil, aber vor allem muss die Dame gut ausgestattet sein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Was den Krimskrams betrifft. Ja, Krimskrams. Neu muss er sein. Etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Und er darf natürlich nichts kosten. Hören wir jetzt auf damit. Kann ich ihm die Frau geben? Da. Frau an Schnapper. Die Frau ist an einem Pfahl festgebunden. Will sie sich das Ding nicht stehlen lassen? Kann ich die mit dem Drehort benutzen? Die Frau ist an einem Pfahl festgebunden. Will sie sich das Ding nicht stehlen lassen? Kann ich sie irgendwie freischneiden? Es nützt mir nichts, das zu schneiden. Ich wollte nur die Seile durchschneiden, nicht die Frau. Also, Schere? Ich fürchte, das kann ich nicht schneiden. Kann ich ihm den Ring geben? Da passt der Ring nicht. Okay. Kann ich dann durch die Tür rein, in den Wohnwagen? Nein, ich kann sie nicht aufstoßen. Nun, was haben wir denn hier? Oh, ich sehe hier einige bemerkenswert runde Dinge. Glänzendes Leder, einige Schnüre. Ich habe nie gewusst, wie man damit umgeht. Was veranlasst ganz normale Leute, ihr gemütliches Heim aufzugeben und sich um das Recht zu bemühen, fortan in einem muffigen Wagen zu wohnen? Hat es vielleicht etwas mit dem Wunsch zu tun, jede Menge Geld zu verdienen? Hä? Jetzt war irgendwie gerade der Ton falsch. Nun, was haben wir denn hier? Oh, ich sehe hier einige bemerkenswert runde Dinge. Glänzendes Leder, einige Schnüre. Ich habe nie gewusst, wie man damit umgeht. Okay, dann schaue ich nochmal den Wohnwagen. Ich schätze, eine genauere Beschreibung erübrigt sich. Ihr wisst ja, wie Schuhe aussehen. Ah, okay. Wohnwagen? Der Wohnwagen eines Stars. Ach, Ruhm und dergleichen. Was veranlasst ganz normale Leute, ihr gemütliches Heim aufzugeben und sich um das Recht zu bemühen, fortan in einem muffigen Wagen zu wohnen? Hat es vielleicht etwas mit dem Wunsch zu tun, jede Menge Geld zu verdienen? Höchstwahrscheinlich. Ich würde auch gern jede Menge Geld verdienen und dafür Ruhm und Anerkennung bekommen. Und vor allem Spaß an meiner Arbeit haben. Ah, das wäre toll. Ruhm, Anerkennung, Spaß, Peitschenhiebe.
Wobei, das fällt teilweise unter Spaß. Muhahaha. Wo finde ich die Ameisen? Also ich brauche irgendwie... Ich brauche kostenlosen Schmuck oder sonst irgendwelchen Scheiß für die Zwergenfrau. Und ich brauche Krimskrams. Was genau als Krimskrams gilt, weiß ich gerade nicht. Ich gehe nochmal hier in den Laden und rede nochmal mit dem Typen hier. Mit dem Architekten. Okay, der hat nichts Neues zu sagen. Mal auf Wiedersehen. Was mit Schnappler? Gerösteter Humus. Echter gerösteter Humus mit nur wenig Sand drin. Heute zum halben Preis und das ist praktisch geschenkt. Oder vielleicht Relikte? Relikte gefällig, Ofendi? Nagelneue Relikte, nur einen halben Dinar. Neue Relikte? Wie kannst du neue Relikte haben? Dahinter steckt die Macht der Pyramiden, Ofendi. Die Zeitverzerrung ermöglicht das Prestige uralter Artefakte, ohne dass man sich daheim über alte, zerbrochene Dinge ärgern muss. Neue Relikte kann ich euch auch besorgen. Ganz einfach bei AliExpress. Die sind auch garantiert nicht gefälscht. Zwinker, zwinker. Was hat es mit der Pyramidenkraft auf sich? Oh, hochverehrter Fremder, der du ein Kleid trägst. Pyramiden sind mystische Zentren großer Macht. In ihrem Innern vergeht die Zeit schneller oder langsamer. Außerdem schärfen sie Hamburger und halten Rasierklingen frisch. Vier Wunder zum Preis von einem. Und du bekommst einen zusätzlichen Rabatt, Ofendi. Nur 1000 Dinar. Das ist praktisch geschenkt. Nein, danke. Ich versuche gerade, sie mir abzugewöhnen. Zunächst mal auf Wiedersehen. Was mit den Steinen die da? Feiner Steine für die obere Kruste. Das war ein geologisches Wortspiel, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Sieht nach Eisenerz aus. Ja, könnte Eisen sein. Oder etwas anderes. Nehmen wir ein paar Steine. Zuerst sollte ich den Verkäufer fragen. Zuerst... Nee, mit dem können wir auch nichts Neues reden. Ich muss jetzt weiter. Okay, dann überlege ich mir mal was für die nächste Folge und wünsche euch bis dahin... alles, was ihr euch auch wünscht. Und denkt immer dran, ich liebe euch. Tschüss.